Ich bin aber skeptisch daran gegangen, weil ich ja so viele Medikamente schon gehabt hatte vorher und alles hat nicht geholfen. Der Zustand war immer der gleiche und deshalb war ich hier, naja, versuchst es auch noch, nicht? Das ist ja, und so habe ich dann die konsequent eingenommen. Aber nach 7 Wochen merkte ich, dass meine Beine leichter werden und dass ich zu meinem Schlafzimmer nach oben schon ohne Atemnot gehen konnte und nicht mehr stehen brauchte. So habe ich dann meine Spaziergänge ausgedehnt und auch mehr Treppen gestiegen und schließlich kam ich auf die Idee, du solltest dein Herz mehr an Belastung gewöhnen. Das ist jetzt so viele Monate, wo du gar nichts getan hast. Und dann fing ich an zu trainieren. Bin ich die Treppen erstmal mehrmals hoch und runter gegangen und dann immer mehr, immer mehr. Dann habe ich mir Gewichte an die Beine angemacht. 2,5 Kilo an jedes Bein. Und dann ging ich einmal hoch und runter und war zufrieden, dass ich das geschafft habe. Aber den nächsten Tag ging ich dann 2-mal und dann 3-mal und 4-mal. Und als ich den ersten Bericht an Dr. Rath schrieb, da war ich dann bei 7-mal. Beide Etagentreppen. Ich habe 2 Etagen im Haus. Und die bin ich dann hoch und runter gegangen, ohne in Atemnot zu kommen und ohne sich irgendwo festzuhalten. Und das mit 9 Kilo Zusatzgewicht. Ich wollte noch ein Dankeswort sagen. Ich danke meinem Schöpfer und Heiland, dass er bei mir das so gefügt hat. Und dass er solche Menschen hat wie Dr. Rath. Ich wurde dann im vergangenen Jahr, ab im Februar, Frührentner, noch mit dieser Krankheit. Und im März, da reicht mir mein Nachbar ein Buch über den Gartenzaun. Das Buch wurde hier schon mehrfach zitiert. Man kommt doch nicht, um es nochmals zu erwähnen, warum kriegen Tiere keinen Herzinfarkt, aber wir Menschen. Im März habe ich angefangen. Bereits im Juni, ich habe diese Formulas dann in doppelter Dosierung genommen, bereits im Juni konnte ich bei einem Belastungs-EKG wieder Werte erreichen, die einem völlig gesunden entsprachen. Jetzt vor 3 Wochen hat man das wiederholt. Mein Herzmuskel ist also geschädigt. Meine Herzscheidewand nicht mehr durchblutet, die ist starr. Mein Herz bringt zurzeit eine höhere Leistung als die eines gleichaltrigen gesunden Menschen. In der Chemotherapie habe ich erfahren oder von Dr. Raths Vitaminprogramm und habe das Buch auch durchgelesen und dann habe ich auch erst verstanden, wie die Vitamine im Körper auch arbeiten und was sie alle bewirken können. Und danach habe ich sofort Chemo abgebrochen, sofort, und nur noch dann das Vitaminprogramm von Dr. Rath halt genommen. Und ich weiß nicht, können Sie sich so einen zierlichen Körper vorstellen, minus 20 Kilo, ne? Und ich war also nichts mehr und ratzfatz habe ich wieder Gewicht gehabt, ging also sehr, sehr schnell. Blutwerte waren ratzfatz wieder normal und also mir geht es wieder echt super danach. Ne? Als erstes möchte ich mich bei 2 Menschen recht herzlich bedanken. Bei Herrn Dr. Matthias Rath, der dieses Vitaminprogramm erforscht hat, und bei Dr. Gerhard Koschig aus Graz, der sie mir zugänglich gemacht hat. Das erste Mal bei der Untersuchung sagte die Ärztin, Herzrhythmusstörung haben Sie auch. Sage ich, ja, ich weiß schon lange, ich nehme wohl was, aber ich weiß nicht, ob es auch hilft. Und das waren die Vitamine. Und das zweite, bei der zweiten Untersuchung, das war am 23. November, sagte die Ärztin, heute haben Sie keine Störungen nicht. Und von da an wurde ich täglich kontrolliert und bis heute schlägt mein Herz wieder normal. Für mich ist das wie ein Wunder, dass ich heute da stehen darf. Und ich danke sehr.
Bei den Planungen für Berlin reden mir Freunde, lieber nicht nach Berlin zu fahren. Sie sagten, das Pharmakartell und die Organisatoren sind so nervös, man weiß ja nicht. Ich sage dazu, niemand kann mich einschüchtern. Niemand wird die Erfolge. Ich denke, dieser Applaus galt uns allen. Ich werde ihn nicht vergessen, Sie auch nicht. Niemand wird die Erfolge der Vitaminforschung mehr zurückdrehen oder verbieten lassen. Die Wahrheit braucht eine Stimme. Wir sind diese Stimme. Als Luthers Freunde ihm rieten, nicht nach Worms zu gehen, um nicht als Ketzer auf dem Scheiterhaufen zu enden, antwortete dieser: Und wenn jeder Dachziegel in Worms ein Teufel wäre, so würde ich dennoch hingehen.